Heute beschäftigen wir uns mit Filtern. Das Thema ist schon das eine oder andere Mal angeklungen, zum Beispiel bei den Grundlagen von Spule und Kondensator, bei den Sinusgeneratoren und über ein bestimmtes Filter, nämlich den Schwingkreis, haben wir ja schon ein gesondertes Video gehabt. Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. In Teil 1 geht es nochmal etwas genauer um die Grundlagen. Wir werden uns erstmal ansehen, welche Grundarten von Filtern gibt es. Wir werden einige Begriffe klären, wie zum Beispiel, was ist die Grenz- oder Übergangsfrequenz? Und was hat es damit auf sich, wenn man von Filtern erster, zweiter oder dritter Ordnung spricht? Was wollen wir denn eigentlich filtern? Aus einem Frequenzspektrum wollen wir bestimmte Frequenzen herausnehmen. Je nach Anwendung gibt es da vier Grundtypen. Als erstes wäre da der Tiefpass. Niedrige Frequenzen dürfen passieren, hohe Frequenzen ab einem bestimmten Wert sollen unterdrückt werden. Das Gegenteil davon ist der Hochpass. Hier werden Frequenzen unterhalb eines bestimmten Wertes unterdrückt, während höhere Frequenzen durchgelassen werden. Will man nur einen bestimmten Frequenzbereich haben, braucht man einen sogenannten Bandpass, der Frequenzen unterhalb und oberhalb dieses Bereiches dämpft. Und die vierte im Bunde ist die Bandsperre, die einen bestimmten Frequenzbereich ausblendet und niedrigere und höhere Frequenzen durchlässt. Wie gut so ein Filter ist, sieht man an der Filterkennlinie, die die Durchlassfähigkeit in Abhängigkeit von der Frequenz zeigt. Sehen wir uns das am Beispiel des Tiefpasses an. So würde die ideale Kennlinie aussehen. Tiefe Frequenzen kommen vollkommen ungehindert durch das Filter, das heißt, das Verhältnis der Eingangs- zur Ausgangsspannung ist gleich 1. Oberhalb einer bestimmten Frequenz wird das Signal dann vollständig unterdrückt. Das wäre dann die Grenzfrequenz, Übergangsfrequenz oder Eckfrequenz. Alle drei Bezeichnungen sind gängig. Der Verlauf bei einem realen Filter sieht natürlich etwas anders aus. Die Kennlinie verläuft nicht so steil und wir haben einen eher allmählichen Übergang. Ein steiler Verlauf spricht dafür eine hohe Güte bzw. Trennschärfe des Filters. Man benutzt zur Beschreibung dafür den Begriff der Ordnung. Ein Filter erster Ordnung hat einen noch sehr flachen Kennlinienverlauf und hat normalerweise nur ein frequenzabhängiges Bauelement. Bei Filtern höherer Ordnung wird die Kennlinie dann steiler, sie sind aber auch aufwendiger. Der Ausgangspegel ändert sich beim Filter erster Ordnung um 6 Dezibel pro Oktave. Auch Nichtmusiker müssen den Begriff aus dem Musikunterricht kennen. 8 Stufen der Tonleiter entsprechen einer Oktave. Das bedeutet einmal die Tonleiter hoch oder runter. C, D, E, F, G, A, H, C. Aus technischer Sicht bedeutet das eine Verdopplung oder Halbierung der Frequenz. Innerhalb einer Dekade, also der Änderung der Frequenz um den Faktor 10, ändert sich der Pegel um 20 Dezibel. Ein Filter zweiter Ordnung ist dann praktisch doppelt so gut. Hier ändert sich der Pegel schon um 12 Dezibel pro Oktave oder 40 dB je Dekade. Die Grenzfrequenz ist hier nicht ganz so klar wie beim idealen Filter. Um verschiedene Filter miteinander vergleichen zu können, muss man sich hier auf einen einheitlichen Wert festlegen. Und das ist die Frequenz, bei der das Signal um 3 Dezibel abgesenkt wurde. Das entspricht einem Faktor von 1 durch Wurzel 2 oder rund 0,707 mal dem Eingangswert. Das klingt erstmal etwas willkürlich. Wieso nimmt man nicht einfach den Punkt, wo die Ausgangsspannung auf die Hälfte gesunken ist? Die 3 dB-Frequenz hat noch eine andere Bedeutung. Sehen wir uns das mal am Beispiel eines RC-Tiefpasses erster Ordnung an. Das ist im Prinzip ein einfacher Spannungsteiler, bei dem aber ein Bauelement, nämlich der Kondensator, einen frequenzabhängigen Widerstand hat. Bei niedrigen Frequenzen ist der Blindwiderstand des Kondensators noch sehr hoch, wodurch an ihm der größte Teil der Spannung abfällt und damit auch am Ausgang zur Verfügung steht. Bei hohen Frequenzen wird XC dann sehr klein gegenüber dem ohmschen Widerstand R, an dem jetzt der größte Teil der Spannung abfällt und nur noch wenig an den Ausgang gelangt.
Der Kondensator schließt praktisch mit steigender Frequenz die Ausgangsspannung immer mehr kurz. Bei der Übergangsfrequenz sind beide Widerstandswerte gleich groß, also XC ist gleich R. Müsste dann nicht aber die halbe Spannung am Ausgang liegen? Nein, denn die Spannungen an R und C sind um 90 Grad phasenverschoben. Wir brauchen also wieder ein Zeigerdiagramm. Der Betrag der Gesamtspannung entspricht bei der Grenzfrequenz der Diagonale in einem Quadrat und die ist Wurzel 2 mal der Seitenlänge. Also sind die Längen der Seiten gleich die Länge der Diagonale durch Wurzel 2. Auf die Art wird aus rund 0,71 plus 0,71 gleich 1. Die Phasenverschiebung zwischen der Spannung am Eingang des Spannungsteilers und der Ausgangsspannung über dem Kondensator ist bei der Übergangsfrequenz genau 45 Grad. Unterhalb der Frequenz ist die Phasenverschiebung kleiner. Oberhalb der Übergangsfrequenz wird der Phasenwinkel größer und nähert sich immer mehr dem Wert 90 Grad. Nehmen wir mal ein Beispiel. R ist gleich 1,6 Kiloohm, C ist gleich 0,1 Mikrofarad. Wo liegt die Übergangsfrequenz? Wir müssen also ausrechnen, bei welcher Frequenz XC auch 1,6 Kiloohm ist. Das ergibt eine Frequenz von knapp 1 Kilohertz. Probieren wir das mal aus. Ja, rot ist die Eingangsspannung, gelb ist der Verlauf am Ausgang. Los geht's mit 100 Hertz und da sind beide Kurven noch etwa gleich hoch. Das heißt, es gibt so gut wie keine Dämpfung und auch die Phasenverschiebung ist nur minimal. Jetzt gehen wir mal hoch auf die errechnete Übergangsfrequenz von 1 Kilohertz. Da sehen wir jetzt schon einen Unterschied. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen genauer wissen. Am Eingang haben wir 4,96 Volt. Und am Ausgang 3,56. 3,56 durch 4,96 sind also rund 0,71. Das kommt ziemlich genau hin mit den 3 Dezibel Unterschied. Wie sieht es mit der Phasenverschiebung aus? Nun, 90 Grad wäre hier an der Spitze der roten Kurve, würde also der Nulldurchgang der gelben Kurve da verlaufen, wären wir bei 90 Grad. Hier sind wir etwa dazwischen, also auch das kommt ganz gut hin mit den 45 Grad. Und jetzt werden wir mal noch etwas höher gehen mit der Frequenz. Jetzt 10 Kilohertz und da sehen wir dann schon, dass die Ausgangsspannung entsprechend gedämpft ist. Rein rechnerisch auf ein Zehntel des Wertes von 1 Kilohertz. Für einen Hochpass müssen wir nur Widerstand und Kondensator im Spannungsteiler vertauschen. Jetzt bleibt bei niedrigen Frequenzen nicht viel für den Ausgang übrig, da der größte Teil der Spannung wieder über den Kondensator abfällt. Bei hohen Frequenzen wird der Blindwiderstand des Kondensators immer bedeutungsloser. Auch der Verlauf der Phasenverschiebung ist entgegengesetzt, da der Ausgang jetzt am ohmschen Widerstand liegt. Anfangs, bei niedrigen Frequenzen, läuft die Ausgangsspannung jetzt 90 Grad voraus. Bei der Grenzfrequenz sind es wieder 45 Grad. Bei steigender Frequenz geht die Phasenverschiebung gegen 0. Sehen wir uns auch das am Oszillographen an. Bei 100 Hertz haben wir jetzt eine sehr starke Dämpfung. Die Phasenverschiebung ist fast 90 Grad. Mit steigender Frequenz steigt dann auch die Ausgangsspannung an. Bei 1 Kilohertz haben wir dann wieder etwa dieselben Verhältnisse wie beim Tiefpass. Minus 3 Dezibel Dämpfung. Nur geht die Phasenverschiebung jetzt in die andere Richtung. Und mit weiter steigender Frequenz wird das Filter immer weniger zum Hindernis. Wir kennen ja noch ein zweites frequenzabhängiges Bauelement, oder besser gesagt, bei dem der Widerstand von der Frequenz abhängt, die Spule. Deshalb ist sie auch für passive Filter geeignet. Allerdings steigt im Gegensatz zum Kondensator der Blindwiderstand der Spule mit der Frequenz an. Deshalb ist die Position im Spannungsteiler vertauscht gegenüber dem RC-Filter. Beim Tiefpass liegt am Ausgang jetzt der ohmsche Widerstand.
Mit steigender Frequenz fällt immer mehr Spannung über der Spule ab. Der Hochpass ist wieder die Umkehrung. Anfangs schließt die Spule die Ausgangsspannung kurz und mit steigender Frequenz wird der Anteil des induktiven Blindwiderstandes immer größer und das Signal gelangt immer besser zum Ausgang. Auch das wollen wir mal in der Praxis überprüfen. Bei 1 kHz ist der Tiefpass noch so gut wie unwirksam. Beide Kurven liegen noch übereinander. Mit steigender Frequenz wird dann der Ausgangspegel immer kleiner und die Phasenverschiebung steigt an. Das heißt, die Ausgangsspannung hinkt dem Eingang immer weiter hinterher. Andersherum verhält sich der Hochpass. Bei 1 kHz kommt so gut wie gar nichts zum Ausgang durch. Bei 10 kHz dann auch noch sehr wenig. Mit steigender Frequenz steigt jetzt auch der Ausgangspegel. Und bei 100 kHz ist das Filter dann so gut wie wirkungslos. Bandpass und Bandsperre sowie Filterhörerordnung und aktive Filter werden wir uns für weitere Videos aufheben, die in loser Folge erscheinen werden. Zum Schluss noch eine praktische Anwendung, die einige vielleicht noch von ihrer alten Stereoanlage kennen. Eine passive Höhen- und Tiefenregelung, die in etwa so aussehen kann. Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie die funktioniert. Die Auflösung gibt es dann im nächsten Teil.